Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit der großen Value-Edition. Herzlich willkommen auch von mir und ich schließe mich der Value-Edition an in einem kleinen Reaction-Video. Mein Name ist Thorsten Tiet und hier geht es ums langfristige Investieren, du weißt es. Und der Mario, der investiert auch unter anderem langfristig, aber diesmal nur über 2 Jahre. Aber lassen wir erstmal Mario weiterreden. Und zwar habe ich mir gleich mehrere Titel ins Depot gelegt, denn die große Frage lautet ja jetzt, geht die Value-Welle weiter oder dominiert doch bald wieder Tech? Ja, das ist eine der großen Fragen, die uns Aktionäre bewegen. Bei Tech ist im Moment ein bisschen Sand im Getriebe. Die Aktien laufen volatil seitwärts und Value profitiert davon, hat Kursaufholungspotenzial. Das ist jedenfalls die These von Mario. Und da könnte man doch die ein oder andere Value-Aktie sich ins Depot holen. So wie gehabt. Wir schauen heute auf die Fakten und natürlich auf meine neuen Aktien. Und genau, er hat sich neue Aktien ins Depot geholt. Er investiert hier nicht auf die Ewigkeit bei und hold, sondern ungefähr auf 2 Jahre. Und er spekuliert darauf, dass die Aktien noch zulegen werden, falls die ganze Geschichte mit Corona sich beruhigen sollte, worauf wir ja alle hoffen. Dann wird am Ende oder am Anfang hier, bevor die einzelnen Aktien vorgestellt werden, nochmal die ganze Geschichte ein bisschen aufgerollt. Die aktuelle Situation, das typische Narrativ, dass die steigenden Zinsen oder sich Tech-Aktien mit steigenden Zinsen nicht vertragen. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern mich auf diese 5 Value-Aktien konzentrieren. Und dann würde ich doch mal sagen, was wir jetzt anschauen, ist die Checkliste von dem Mario, da spule ich mal ein bisschen nach vorne. Also welches sind seine Kriterien, an denen er sich orientiert? Ich schaue auch, ob sie noch halbwegs günstig sind. Jetzt sind natürlich auch schon viele Value-Werte so ein bisschen davon gelaufen. Also natürlich gerne günstig, gerne ein Corona-Rabatt, vielleicht auch gerne ein Unternehmen, was jetzt dann profitieren könnte, wenn wir immer weiter Richtung Normalisierung gehen, auch wenn das im Moment vielleicht noch weit weg scheint. Dann natürlich eher zyklisch, wenn wir davon eher ausgehen, dass sich die Wirtschaft erholt und dann auch eher noch Unternehmen, die profitieren von steigenden Zinsen, aber jetzt zumindest nicht dann völlig den Teppich unter den Füßen weggezogen. Okay, also 3 Kriterien hat da Mario identifiziert für seine Value Investments. Gerne noch mit etwas Corona-Rabatt, also günstig bewertet, dürfen sie gerne sein. Dann soll es sich um Zykliker handeln, was mit dem ersten zusammenhängt, denn Zykliker sind ja in erster Linie unter die Räder gekommen. Und da geht auch nochmal deutlich, Mario setzt auf die wirtschaftliche Erholung. Und das dritte hat mit diesen steigenden Zinsen zu tun. Er möchte gefeit sein vor steigenden Zinsen, denn das ist ja auch ganz klassisch, wenn die Wirtschaft boomt, dann steigen die Zinsen. Ich habe meine Zweifel, dass das so sein wird, dass die Wirtschaft sich erholt, vielleicht aber, dass die Zinsen absehbarer Zeit steigen. Halte ich eher für unsicher, zumindest wenn wir von den Zinsen der Notenbanken sprechen. Dann haben wir jetzt 5 Aktien in Summe oder 6 finde ich sogar, ich zeige das gleich. Und da spulen wir mal zur ersten Aktie vor. Und welche Aktie ist das? Also sieht Walgreens Boots Alliance mir eher nach einer Value-Falle aus und überzeugt mich jetzt auch gerade langfristig eher nicht. Also auf den ersten Blick ganz interessant, aber ich habe diese Aktie nicht gekauft. Okay, und schon in Ungnade gefallen. Ja, sieht nach einer Value-Trap aus für den Mario und dabei referenziert er sich wahrscheinlich hier oder auf den Aktienkurs, der hier wellenförmig nach unten geht. Schauen wir uns das Ganze mal im Aktienfinder an. Ich habe eine Watchlist gemacht, Spoiler Alert, das sind die Aktien. Ich habe ein Ranking übrigens gemacht, das rein auf die vermeintlichen Kursgewinne ausgeht. Dann nehmen wir den bilanzierten Gewinn und brechen da den fairen Wert, beziehungsweise schauen den operativen Cashflow uns an. Und wenn es den nicht gibt, dann gucken wir uns den bilanzierten Gewinn an und schauen, was wir für Wertaufholungspotenzial haben. Aber wir werden sehen, das stimmt vielleicht nicht immer ganz. Und das sind halt die Scoring-Systeme. Was wir aber machen können, das ist, wir gehen hier in die dynamische Aktienbewertung rein und gucken uns die ganze Geschichte im Detail an. Und hier hätten wir schon Walgreens Boots Alliance, zoomen wir mal ein bisschen raus.
Also wir sehen, dass es schon ganz ordentlich aussieht, was die Gewinnentwicklung angeht. Wir haben hier aber eine Verlustphase, auch Corona-bedingt. Ich gehe nicht so einzeln jetzt ins Detail da rein, sondern beschränke mich wie Mario eher auf die harten Fakten hier. Wir nehmen den bereinigten Gewinn, der verläuft konstanter als der bilanzierte Gewinn. Und wir haben hier Abschreibungen drin beim bilanzierten Gewinn bezüglich, ja, wir haben Abschreibungen und Kosten für Übernahmen, ja. Und deshalb ist es so ein bisschen zerrupft, aber der bereinigte Gewinn ist um diese Größen bereinigt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben momentan ein KGV von 12 und ein historisches KGV von um die 14, wenn wir 2011, ab 2011 uns das Ganze angucken. Das ist auch, finde ich, ein ganz guter Zeitraum, Bewertungszeitraum. Man könnte es hier noch ein bisschen verlängern und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, auf welche fairen Werte wir kommen. Schwuppdiwupp. Und so sieht das dann aus. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Hier war die Aktie überbewertet und jetzt wäre sie unterbewertet. Wir haben allerdings ein abflachendes Gewinnwachstum, habe ich festgestellt bei der Vorbereitung auf dieses Video. Hier haben wir Wachstumsraten von, die zweistellig sind. Und jetzt haben wir kein zweistelliges Wachstum mehr zu erwarten, sondern noch relativ hohes einstelliges Wachstum. Das heißt, wir könnten das KGV nach unten korrigieren, weil es sein könnte, dass der Markt die Aktie günstiger bewertet. Denn das Wachstum soll ja abflachen, habe ich mir gesagt, ein KGV von 12. Und es ist es momentan eine KGV auch. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Markt akzeptiert. Das heißt, die Bewertung sollte dann immer die gleiche bleiben. Jetzt muss ich das noch eingeben hier, 1, 2, jawohl, da hätten wir es. Und dann wäre die Aktie Stand heute fair bewertet. Und jetzt ist natürlich interessant, Mario hat eine Spekulationsfrist sozusagen auf 2 Jahre gesetzt. Wir kommen hier nicht genau auf 2 Jahre, weil das Geschäftsjahr zum August endet. Wir können aber schon mal 1,5 Jahre beispielsweise machen. Was hätten wir dann für eine Renditeerwartung? Jährlich von 18%. Finde ich eigentlich ganz ordentlich. Und auf 2,5 Jahre, wie wäre es da? Ich glaube, da müsste es ein bisschen weniger sein. Ja, 15,1%. Also finde ich soweit ganz okay. Ist auch nicht so ein extrem Zykliker. Insofern auch ein etwas geringeres Risiko aufs Geschäftsmodell und so weiter. Gehen wir jetzt mal an der Stelle nicht ein. Jedenfalls sehe ich nicht ganz so negativ wie Mario, der Walgreens jetzt als Value Trap bezeichnet hat. Gucken wir uns mal die nächste Aktie an. Das wäre Spartan Nash und die Aktie hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Schauen wir mal, was Mario dazu sagt. Und das sieht alles deutlich stabiler aus als jetzt zum Beispiel bei Walgreens. Natürlich sind da jetzt die Margen auch nicht gigantisch. Das ist ja auch schon logisch in dieser Branche. Da geht es um den Umschlag, jetzt nicht, dass die Margen möglichst hoch sind. Aber diese Aktie ist auf jeden Fall günstig bewertet, gerade im Branchenvergleich. Also Okay, ich glaube rausgehört zu haben, dass Mario die Aktie mag. Schauen wir mal, wie es bei uns aussieht. Er meint auch, die Aktie sei günstig bewertet. Ranking von 50, liegt also irgendwo in der Mitte. Auch hier haben wir große Abweichungen zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten Gewinn. Und gucken wir mal, ob die Aktie günstig bewertet ist. Dann nehmen wir auch den bereinigten Gewinn. Auf welche historische Durchschnittsbewertung kommen wir? Knapp 12 und momentan ist die Aktie bewertet mit einem KGV von 8. Aber hier muss man aufpassen, denn die Gewinne, die scheinen hier momentan gerade zu sprudeln, aber sie sind nicht symptomatisch für den Geschäftsverlauf. Denn laut Prognosen sollen die Gewinne dann wieder dahin zurückkehren, wo sie auch vorher waren, also ungefähr auf dasselbe Niveau. Und wenn wir jetzt das KGV von 8 angucken, dann ist es einfach nicht repräsentativ. Schauen wir mal an, wie die Aktie jetzt dann bewertet ist, basierend auf der Schätzung des laufenden Geschäftsjahres und dann auf des nächsten Geschäftsjahres. Das wäre dann interessant. So, machen wir mal die ganze Geschichte, blenden das ein. Sehen wir das hier? Sehen wir auch erstmal, dass die Aktienkurse zwar relativ volatil verlaufen, aber über einen längeren Zeitverlauf den hier berechneten fairen Wert durchaus respektieren.
was auch den Kurs, auch die Kursverluste hier mit einschließt. Dann haben wir hier diesen Gewinnsprung, diesen einmaligen, der aber, wie ich sagte, nicht repräsentativ ist. Jetzt zoomen wir mal näher rein. Ich denke, was repräsentativ ist, wäre beispielsweise dieser Punkt hier. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Renditeerwartung haben. Das wären dann 13,4%, also ein bisschen weniger als bei Walgreens. Ja, Sparta Nash, also Lebensmittel, Groß- und Einzelhandel, da sind sie tätig. Gucken wir noch ganz kurz in den Qualitätscheck rein, wie so der Gewinnverlauf ist. Also ja, zyklisch sind sie allzumal, auch noch zyklischer vom Gewinnverlauf her als Walgreens, könnte man argumentieren. Ist ein größeres Risiko drin, bei einer leicht niedrigeren Renditeerwartung, jedenfalls so wie wir es gerade konfiguriert haben. Insofern wäre dann Walgreens vielleicht noch ein Ticken interessanter. Gucken wir uns jetzt aber United Rentals an. Was meint Mario zu der Aktie? Wir sind gleich da. Noch ein bisschen Momentum mitnehmen und da läuft es einfach gerade gigantisch. Und zwar ist die Aktie United Rentals. Also die haben eigentlich ein ganz einfaches Geschäftsmodell und zwar vermieten die technische Ausrüstung. Und zwar machen die das in den USA, in Kanada und in Europa. Die haben da über... Ja, einfaches Geschäftsmodell ist immer gut. Hat er uns gerade die Aktie kurz vorgestellt, beziehungsweise das Unternehmen. Und dann schauen wir mal, was Mario noch zu United Rentals sagt. Natürlich super in die Zeit. Also erstens mega zyklisch. Dann haben wir natürlich diese Volatilität, die wir jetzt auch in der Wirtschaft natürlich immer noch haben, natürlich perfekt zugeschnitten auf dieses Geschäftsmodell, dass man jetzt vielleicht nicht Millionen in Ausrüstung investiert, sondern dass man sich das erstmal mietet, dass man sich das leiht. Das war auch in den letzten Jahren schon eine ganz gute Idee, aber das passt wirklich perfekt in diese Welt momentan gerade rein. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Ihr seht, Gewinn wächst da sehr, sehr stabil. Langfristige Wachstumsrate 9,2%, finde ich schon auch richtig gut. Okay, also die Begeisterung kennt keine Grenzen und wir sehen hier, dass die Aktie auch schon ganz schön zugelegt hat. Die Kennzahlen sehen für Mario ordentlich aus und ich glaube, er hat sie sich ins Depot gelegt. DDM spuckt jetzt nicht so viel aus, weil es natürlich schon sehr, sehr gut gelaufen ist zuletzt, aber ich gehe da wie gesagt mit einer ganz kleinen Position rein, da muss man vielleicht auch mal damit rechnen, dass es noch... Okay, also er hat die Aktie gekauft mit einer ganz kleinen Position. Schauen wir mal, ob wir auch glauben, dass sich da noch kurz- und mittelfristig leicht spekulativ angehaucht was machen lässt an Rendite. Hier ist United Rentals und dann gehen wir mal gleich in die Bewertung rein. Wir sehen übrigens einen schönen Gewinnverlauf, sowohl bilanziert als auch bereinigt. Wir gehen wieder auf den bereinigten Gewinn hier. Und wie Mario schon erwähnte, die Aktie hat ganz schön zugelegt. Ich glaube 340% vom Tief habe ich mal kurz abgemessen vorhin in der Vorbereitung. Wir haben bei der Aktie ein KGV historisch von 11,3. Das war die durchschnittliche Bewertung. Und lange Rede, kurzer Sinn. Lassen wir uns mal den fairen Wert hier anzeigen, der berechnet wird. Und dann wäre die Aktie fair bewertet, basierend auf die Schätzung des laufenden Geschäftsjahres bei 210 US-Dollar, kostet aber 320 US-Dollar. Was heißt, dass die Aktie stark überbewertet sei. Jetzt aber was ganz Interessantes. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Wachstumsraten, ich sagte schon, das Gewinnwachstum hier sieht doch schön aus. Hier hatten wir eine kleine Delle, also auch hier hat Mario recht, zykliger, das war die Finanzkrise, aber dann soll so relativ gut, kleine Delle hier auch bei Corona und dann soll das Geschäft wieder brummen. Ja, Glaskugel, auch hier eine Wette auf die Konjunktur. Die Konjunktur sollte nicht wieder einbrechen, sie darf eventuell auch nicht so gut laufen. Dann hätte nämlich eigene Ausrüstung gekauft, gegebenenfalls, und weniger geleased bzw. gemietet. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wir haben hier Wachstumsraten im zweistelligen Bereich, meistens hier 30-40%, 16, einmal 8%, dann wieder 22-53-20%, bevor es zum Einbruch kam. Und trotzdem war die Aktie immer relativ günstig bewertet. Über eine lange Zeit hatten wir hier KGVs von um die 10 oder vielleicht mal 12, hier mal 14. Also relativ günstig bewertet für diese Wachstumsraten. Da möchte ich jetzt sagen, dass der Markt vielleicht diese Aktie jetzt erst entdeckt hat mit ein paar Jahren Verspätung, aber immer noch vor mir so ein Mist und wir das bereinigte KGV nach oben korrigieren können, weil der Markt bereit ist, für die Aktie jetzt auch in Dauer mehr zu bezahlen. Ich würde sagen, bei den Wachstumsraten, die wir auch wieder erwarten sollten,
hier um die 16-18%, dann 20%, ja doch wenigstens ein KGV von 15 sollte schon drin sein. Und wenn ich das mache, ich blende mal den Fernwert hier nochmal ein, dann springt der nach oben. Ich zeige es euch jetzt, bitte drauf achten. Schwuppdiwupp springt er nach oben und dann hätten wir jetzt auf, ich zoome mal rein, auf Marios Zeithorizont bezogen, ein Dreivierteljahr sind es hier, sogar schon eine leicht positive Renditeerwartung, allerdings deutlich noch unter der Renditeerwartung der anderen Aktien, die wir gerade vorgestellt haben. Das heißt, Mario müsste hier bereit sein, die Aktie längerfristig zu halten, zum Beispiel wenigstens hier bis 2023 oder vielleicht sogar bis 2024, wenn er eine zweistellige jährliche Rendite damit erzielen möchte. Und dann hat der Mario natürlich auch das entsprechende Risiko der Konjunktur, die er auch jederzeit wieder abkühlen könnte. Insofern, vielleicht könnte Mario da warten, bis die Aktie wieder so ein bisschen günstiger bewertet ist, weil dann hätte er auch eine höhere Renditeerwartung. Schauen wir mal hier, wenigstens hier zum Beispiel 12%. Kann Mario also an der Stelle ein Kauflimit hier setzen bei United Rentals, um die Aktie sich ins Depot nochmal zu holen, nochmal nachzukaufen, wenn sie eventuell günstiger bewertet ist. Momentan sind wir ja auf einem Allzeithoch. Gucken wir uns die nächste Aktie an. Welche ist das? Lassen wir wieder Mario zu Wort kommen. Einen Augenblick. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich müsste gar nicht hier weit vorspulen. Ich war schon fast an der richtigen Stelle, wenn ich mir das Ganze hier richtig notiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht Shell? Die Aktie ist natürlich auch schon angelaufen. Wir schauen uns mal auf den Chart, aber immer noch sehr, sehr günstig bewertet. Ja, immer noch sehr günstig bewertet. Also wenn man sich den Kursverlauf anguckt, dann könnte man das Anker-Effekt-mäßig auch meinen. Wenn man sich jetzt mal das Gesamtbild anschaut, dann ist das schon sehr gut. Also da ist das Wachstum deutlich höher, die Bewertung günstiger und es ist ja sowieso ein Gigant. Also da hat man jetzt auch nicht das größte Risiko. Also Shell kommt... Okay, gucken wir uns die Geschichte mal an bezüglich Shell. Shell haben wir auch analysiert in einer Aktienanalyse, die du hier bei uns im Blog kostenlos dir anschauen kannst. Hier ist Royal Dutch Shell und da haben wir übrigens auch einen hohen Score tatsächlich. Ja, ob die Größe des Unternehmens jetzt tatsächlich direkt in Korrelation steht mit dem Risiko der Aktie, also Aktien von Unternehmen, die groß sind, auch da kann der Aktienkurs einbrechen. Aber gut, jetzt schauen wir mal hier, nehmen wir auch den bereinigten Gewinn, würde ich sagen, für die Bewertung der Aktie. Wir haben momentan ein KGV von 17, bereinigtes KGV von 17, das ist relativ hoch, aber nicht repräsentativ, weil der bereinigte Gewinn am Boden ist. Deshalb können wir das vergessen. Wir haben hier auch ein historisches KGV von 17. Auch das können wir vergessen. Das ist also schon eine Aktie, die, da muss man ein bisschen wissen, was man tut, wenn man die so bewerten möchte. Das Problem hier ist, dass die Aktie sehr zyklisch ist. Das heißt, die Gewinne sind öfter mal richtig eingebrochen. Genau das, was Mario ja sucht, hat er also das schon mal definitiv gefunden. Und wir haben immer, wenn die Gewinne eingebrochen sind, relativ hohe KGVs. Fürs Jahr 2016 beispielsweise 25, momentan die 18, die ich gerade genannt habe. Und die ziehen die Durchschnittsberechnung nach oben, denn in den anderen Jahren haben wir KGVs von um die 9 vielleicht bis 10. Und ich würde sagen, okay, man kann KGV von 11 vertreten, das heißt, das müsste man hier überschreiben. Und machen wir das Ganze mal, nehmen wir nochmal hier ein bisschen längeren fairen Wert, dann haben wir hier faire Werte noch ein bisschen Backtesting-mäßig über einen längeren Zeitraum, dann gebe ich jetzt hier 11 ein, dann nimmt er die Zahlen nicht, aber wenn ich hier 11 eingebe, so, dann macht er das mit meiner Tastatur und dann blenden wir hier jetzt den fairen Wert ein und das hier raus und dann sieht man, denke ich, dass es durchaus eine gewisse Korrelation gibt. Vor allem, blenden wir nun mal den bereinigten Gewinn ein. Hier sieht man schön, dass die Aktienkurse mit der Gewinnentwicklung zusammenlaufen. Sie nehmen die Gewinnentwicklung immer so ein bisschen vorweg, also meistens jedenfalls. Der Markt kriegt ja mit, wenn der Ölpreis nach unten geht. Der weiß also, wie die Geschäfte laufen, bevor die Bilanzen dann auch veröffentlicht, also geschrieben und veröffentlicht werden. Das heißt, hier sehen wir immer schön auch, dass es einen gewissen Vorlauf gibt vom Markt.
Und jetzt nochmal die Bewertung hier über den Aktienkurs drüber gelegt. Gibt es auch eine Korrelation? Ja, es gibt relativ starke Über- und Untertreibungen. Aber so in Summe gibt es auch hier den Zusammenhang. Er ist sichtbar. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Geschichte hier bewertungstechnisch ausfällt. Hier ist momentan der Aktienkurs. Wir dürfen hier die fairen Werte nicht nehmen, weil wir diesen Gewinneinbruch haben. Ich zoome mal ein bisschen raus. Wir müssen auch hier wieder gucken, dass wir auf fairen Werten, auf faire Werte aufsetzen, die wiederum auf Gewinne aufsetzen, die repräsentativ sind für das Unternehmen. Also hier wird es wieder repräsentativ. Die Gewinne hier sind es definitiv nicht. Und dann schauen wir mal, das wäre dann ungefähr hier die 2-Jahres-Spekulationsfrist von Mario. Hätten wir hier einen fairen Wert von 22,66 US-Dollar. Momentan die 19 US-Dollar und eine jährliche Renditeerwartung von um die 14%. Ist also auch relativ ordentlich, würde ich sagen. Gehen wir nochmal ein Jahr weiter. Was käme dann für eine jährliche Renditeerwartung raus? Sogar noch höher, 16,6%. Das heißt, ja, tatsächlich, wenn wir an steigenden Ölpreis glauben und an weitere Erholung der Weltkonjunktur, dann könnte man sich die Aktie tatsächlich ins Depot legen. So, noch eine Aktie. Mario war ja fleißig, hat sich viele Aktien angeguckt. Und gucken wir uns jetzt die letzte Aktie an von Mario und wir spulen wieder etwas vor. Ja, da waren wir auch schon fast wieder an der richtigen Stelle gewesen. Alaska Air Group, die habe ich Alaska Air Group auf dem Zettel. Das ist eigentlich immer eine der besten Airlines schon gewesen. Sehr attraktiv, auch nicht so overcrowded, wie das die Profis immer sagen, so most crowded trade, dass da jetzt alle drin sind. Auch ein bisschen aus der zweiten Reihe und da blicken wir jetzt mal auf den Chart. Hat auch schon angezogen, aber da sollte auch noch was drin sein. Natürlich Flugbranche immer noch ein bisschen. Okay, gucken wir mal, ob da noch was drin ist. Bewertungstechnisch die Alaska Air Group. Und wenn wir hier mal kurz in den Qualitätscheck gehen, ja, auch da hat Mario einen Zügliger rausgeholt. Die hatten hier wohl mal längerfristig Probleme gehabt, lief dann relativ gut. Und jetzt die Geschichte mit Corona, die ja auch der Verkehr, der Flugverkehr, Tourismus, Reiseverkehr, ihr wisst es ja, leidet ja extrem unter Corona. Und dann schauen wir uns mal die Bewertung an. Ist hier ein bisschen schwer, weil sowohl der bereinigte Gewinn als auch der bilanzierte Gewinn, die sind hier negativ. Mit einer Erholung, so richtig gewinntechnisch, wird erst im Jahr 2022 gerechnet und dann soll es weitergehen mit der Erholung im Jahr 2023. Was machen wir denn da? Wir haben KGV von knapp 11. Also eine historische Bewertung. Schauen wir mal kurz, ob das soweit repräsentativ ist. Würde ich sagen, hier haben wir die 11er KGVs, mal drüber, dann mal drunter. Ja, das passt so in Summe, ist meine Meinung. Dann gucken wir mal an, was dabei rauskommt. Und hier hätten wir den fairen Wert, das machen wir mal weg. Und da sehen wir, solange die Geschäftsentwicklung normal verläuft, haben wir mit dem fairen Wert auch tatsächlich ein schönes Maß gefunden, an dem sich der Aktienkurs so entlang gehangelt hat. Bis dahin, dann haben wir hier die fallenden Kurse und hier, ja, Verlustphase, haben wir keine KGVs, wäre die Aktie quasi nichts mehr wert. Ist natürlich nicht richtig, wissen wir ja. Müssen wir gucken, dass wir wieder hier die entsprechende Erholung haben. Und das sieht jetzt nicht so dolle aus, finde ich. Das heißt, wir haben ja aufs Jahr 2023, falls sich bis dahin die Geschäfte normalisieren sollten, haben wir wieder dann ungefähr die Gewinne, die wir auch schon in den Vorjahren hatten. Also hier 6,41 Dollar auf dem bereinigten Gewinn, das wäre fast der Gewinn, den die Aktie, den das Unternehmen schon im Jahr 2019 gemacht hat. Entsprechend würde dann auch der faire Wert der Aktie dorthin zurückkehren um die 70 Dollar, also 68,55 und dann hier wieder 68,44 US-Dollar. Momentan kostet die Aktie 69 US-Dollar. Das heißt, für mich aus meiner Sicht jetzt nicht besonders attraktiv. Da ist nicht allzu viel drin und haben aber ein relativ hohes Risiko, dass sich die Pandemie ja noch ziehen könnte. Und deshalb würde ich sagen, Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht
hier nicht so gut. Andere Aktien, die Mario vorgeschlagen hat, deutlich besser. Also ich hätte dann vielleicht Walgreens Boots Alliance ins Depot geholt, dafür aber nicht die Alaska Air Group. Die anderen Aktien, soweit denke ich, waren okay. Dann würde es mich mal interessieren, also Mario, an der Stelle vielen Dank für deine Vorarbeit, fand ich ziemlich interessant. Und wie ihr das fandet und welche Aktien ihr von den fünf am interessantesten findet, könnt ihr mal unten in den Kommentar schreiben. Ihr könnt auch gerne schreiben, falls ihr andere Aktien entdeckt habt, andere Value-Aktien, die auch hohes Kursaufholungspotenzial haben, ist auch immer interessant. Die ein oder andere Aktie könnte ich ja eventuell noch covern. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!